Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Ich habe, wie angekündigt, mich gerade nochmal informiert, wie das jetzt mit Evoli aussieht in meiner Edition. Und tatsächlich, Route 4 war die Route der Routen, wo wir das sammeln können. Allerdings, ich erzähl's euch gleich, warte. Allerdings in der Schwert-Edition nur mit 1% Chance, dass es spawnt und auch nur in der Oberwelt, nicht in Zufallskämpfen. Ja, geile Scheiße, oder? Auf der Schild-Edition immerhin mit 5% Wahrscheinlichkeit. Dafür spawnt er dann Pikachu seltener. Bei uns spawnt dann Pikachu höher, dafür Evoli seltener. So, Hallöchen. Haben wir heute nicht wieder ein herrliches Wetterchen? Ideal fürs Campen. Ja, es schneit halt richtig scheiße, ne? Womit kann ich dir beim Poke-Camping zur Hand gehen? Currydecks, Zeltfarbe ändern, abbrechen. Nö, nix. Komm immer gern zu mir, wenn du Fragen zum Poke-Camping hast. Ich bin auf der Suche nach Rezepten. Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich an einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? WLAN, WLAN. Er hat hier nur so... Wiederball. Ein Ball, der sich besonders dann sehr gut eignet, wenn man ein Pokémon fangen will, dessen Art bereits gefangen wurde. Komm bald wieder. Jo, alles klar. Wir radeln mal ein bisschen los, würde ich sagen, auf der Suche nach neuen Pokémon. Und gegebenenfalls auch stärkeren Pokémon. Hatten wir euch denn schon? Oder bin ich damals nur geflohen? Ein Schneebedeck. Hermann, wir können, glaube ich, jetzt mal die Prügel rausschmeißen. Es hagelt, das ist mir nur egal. Oh, Level 12. Das ist ja doch gar nicht so stark, wie ich dachte. Nidroladung, puff. Schneebedeck Wild wurde besiegt. Ist doch ein bisschen länger her, dass wir hier waren, muss man sagen. Na gut, dann radeln wir mal doch noch ein bisschen weiter raus. Das ist vielleicht doch nicht unbedingt das, was ich mir so an Stärke erhofft hätte. Hallo, was sind Sie für... Was ist das denn hier? Ein Schallquap. Es hagelt. So, Schallquap. Ich hau dir mal eine Nitro-Ladung rein und hoffe, ich bring die nicht um, aber naja, es ist Level 13. Oh, schade. Ja, gut. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Also, wir versuchen mal gleich nochmal so einen Schallquap. Da ist noch eins. Gib mir das Schallquap. Da, komm. So, Hermann. Level 10, das wird ja mal schlimmer. Ah, holen wir nochmal Flauschi raus und lassen das wieder singen. Widerhall. Mach mich jetzt nicht bescheuert, ja? Armes Flauschi wird von Hagelkörnern getroffen. Gesang. Direkt mal einschläfern, das Vieh. Oh, da schläft es. Okay. Badam, badam. Schön weiterschlafen, bitte. Während ich einen Superball reinschmeiße. Wir wollen die auch nur einfangen, ne? Schallquap wurde gefangen. Düdüdü. Dann hau mal rein hier. Kaulquappen-Pokémon Wasser, 0,5 Meter, 4,5 Kilo. Man sagt, wenn auf Wasseroberflächen schöne Kräuselwellen zu sehen sind, liegt das an Schallquap, die unter Wasser schrill rufen. Hilfe! Nee, kein... Haus mal in meine PC-Box, dankeschön. Was du passiert? Ach Gott, was ist das denn hier? Ein Schnäppke. Oh, sieht so aus, als wäre ihm kalt, ne? Ich glaube, ihm ist auch ganz doll kalt. Da hilft es nur, wenn wir es ein bisschen aufwärmen.
Mit einer Nitro-Ladung. Würde ich jetzt sagen. Okay. Ich habe das Gefühl, in diese Richtung kommen nicht so wirklich starke Pokémon, aber wir fahren jetzt trotzdem immer noch ein Momentchen weiter. Hallo, dich will ich nicht, du bist blöd. Da sind noch mehr Schallquapp. Oh, vorsichtig. 50 Watt sammeln wir doch gerne ein. Was war das da gerade? War das gerade ein Evoli? Sah aus wie ein Evoli, aber es gibt offiziell da gar keine Evolis. Habe ich dich schon? Ein Fililo. Es hagelt. Haben wir auch noch nicht. Das sieht ja auch schon süß aus. Muss man sagen. Dann holen wir eben Flauschi, lassen es wieder singen. Dam da da, dam da da. Au, Mogelhieb. Ach Gott, süß. Okay, dann einmal wieder singen. Ja, heute ist die Pokémon-Fang-Folge. Heute fangen wir. Es ist fehlgeschlagen, hallo? Achso, da ist ja gut. Ich habe eben kurz nach meiner Kaffeetasse gegriffen und nur es ist fehlgeschlagen, habe ich gelesen. Und, aber es war ja gar nicht unser, alles gut. Es schläft tief und fest. Im Stehen. Und wird von Hagelkörnern getroffen. Ist ein Scheißtag, muss man sagen. Also, ich will jetzt nicht mit ihm tauschen. Ja, wunderbar. Fididu wurde gefangen. Dadadadadu. Schellen-Pokémon, Unlicht 0,4 Meter, 10,1 Kilo. Es bestiehlt liebend gern Leute, um sich an ihrer Frustration zu erfreuen. Mit Captain Fuchs verbindet es eine tiefe Rivalität. Ach, alles klar. Dann passen die ja gut zusammen hier in eine PC-Box. Müsste ich eigentlich mit in mein Team nehmen. Eigentlich schon. Aber ich habe aktuell keinen Platz. Was ist das denn hier für ein Dingens? Was ist das da? Ach, hier so ein Zitterding. Moin. Ach, wie süß, komm her. Haben wir das schon? Ein Botugeld? Ich glaube schon. Level 27? Nee, haben wir auch noch nicht. Wow, aber Level 27. Da können wir tatsächlich sogar mal eben so ein bisschen. Wir sollen mal einen Doppelkick reinhauen. Wir wollen es ja nicht umbringen. Borschnabel. Au. Das nicht sehr nett. Gleich mal einen Superball reinschmeißen. Das Pokémon hat sich befreit. Und setzt erneut Borschnabel ein. Wie unhöflich. Ja, Mann, jetzt hier, komm. Wir wechseln mal eben. Es wird Zeit, dass Flauschi ein bisschen singt. Oh, scheiße. Ich will doch nur singen. Mal sehen. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Gesang. Oh. Munterkeit. Oh. Okay, ich setze es jetzt ein und hoffe das Beste. Das muss einfach klappen. Komm schon, komm. Oh, scheiße. Gut, das ist ein bisschen, wie sagt man, kacke gelaufen. Steckt man nicht so unbedingt drin? Aber ich gebe es nicht auf, ich will es haben. Dem, 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 dem.
Greif mir einfach mit irgendwas an, was nicht so schlimm ist. Wie zum Beispiel Standpauke. Sollte es wohl nicht umbringen, oder? Ach, scheiße. Ich werde niemals ein Botogel fangen. Mike erreicht Level 30. Gut, ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal wieder campen gehen. Du, ich komme gleich wieder rumgefahren, ne? Warte mal, erstmal das einsammeln. Top, Beleber. Hoppala. Ein Pokéball und noch ein Beleber. Ich müsste jetzt Zutaten für meinen Curry bekommen. Ne, wir kämpfen jetzt eben kurz nicht. Ich suche Leute, die mir Dinge für meinen Curry verkaufen. Irgendwo muss es doch hier Leute geben. Ich habe von ihnen gehört. Angeblich soll es sie hier geben. Du findest einen Mini-Pilz. Also Curry-mäßig sehen wir echt scheiße aus, muss man echt mal sagen. Schüttel den Baum. Weiter schütteln. Das wackelt noch nicht doll genug. Nochmal schütteln. Nö, das reicht. Sammel mal ruhig die Beeren auf. Wunderbar. Ach Gott, er steigt sogar automatisch wieder aufs Fahrrad. Respekt. Da blinkt wieder was. Glas Honig. Schüttel den Baum. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Jetzt wird's kritisch. Aufhören. Reicht erstmal. Wir wollen das nicht übertreiben mit der Schüttelei, ne? So. Hier könnten wir mal Dynamax-mäßig kämpfen. Ja, wieso nicht, wenn wir schon mal da sind. Komm. Du hältst 300 Watt Wassergestein. Pokémon wechseln. Da bräuchten wir Flauschi. Aber Flauschi, gibt's Flauschi noch? Geht's Flauschi gut? Ich hoffe doch. Mitspieler suchen? Niederlage bei, viermal kampfunfähig geworden in Pokémon. Komm, wir versuchen mal. Wir versuchen mal Mitspieler zu finden. Komm, einmal, vielleicht kommen ja welche. Vielleicht sind da jetzt Dienstagabend noch andere verlorene Seelen, so wie ich. Die gemeinsam. Das dauert irgendwie zu lange. Das muss theoretisch etwas schneller gehen. Komm, scheiß drauf. Kampf beginnen. Ja, egal, komm. Gönn mir irgendwelche KI-Dödel, das passt schon. Ich bin bereit. Ja, moin. Ihr seht ja lustig aus. Kamalm. So, Flauschi, wir müssen das mal eben ein bisschen regeln. Okay. Also, ich wäre jetzt bereit, mit dem Dynamax und Dynaflora anzugreifen. Und los geht's! Da ist die Flauschi dann auch mal schön geheilt. Perfekt. Gewissheit. Oh, das hat aber gesessen. Alter Falter. Der Brocken ins Gesicht, das wisst ihr auch nicht. Das wisst ihr nicht. Ein Sandsturm kommt auf. Ja, normal. Bams! Das ist sehr effektiv. Ja, so sieht das aus. Dichtes Gras schießt aus dem Boden.
Alle heilen sich mal hier so quer durch, das passt schon. Ich wäre dann nochmal für eine Dynaflora, wenn das okay ist für euch, ne? Einfach mal rausballern hier. Man muss sich auch mal gönnen. Das ist die Chance, einen Fangversuch. Nö, hab ich das schon. Mir reicht eins von den Dingern. Du. Kaskade und Siedewasser bekommen. Respekt. Was war so schlecht? Das lohnt sich ja richtig. Okay, ich suche immer noch Leute, die mir Dinge verkaufen. Luxusfeder. Hier muss doch irgendwo jemand sein, der mir Sachen verkauft. Ja, vielleicht. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Zeig mir mal, was du so zu kaufen hast. Gibt's doch nicht. Ich brauche Sachen. Komm bald wieder. Ja, danke. Ich bin auf der Suche. Was ist das denn da? Schüttel mal den Baum. Ja, da kannst du locker weiter schütteln. Da bewegt sich ja noch gar nichts drin. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Nochmal weiter schütteln. Da bewegt sich hier ja nichts. Jetzt ist langsam Schluss. Jetzt können wir aufhören, sonst wird das zu stressig. Sehr gut. Hier sind diese lustigen Pflanzenviecher. Ich würde ja jetzt auch weiter fangen, aber... Tatsächlich bin ich gerade auf der Suche nach jemandem, der mir Dinge für meinen Curry verkauft. Ja, also wir schütteln auf jeden Fall auch mal weiter ein paar Bäumchen. Wir brauchen Beeren dringend für unser Curry. Weiter schütteln, da wackelt noch nicht doll genug. Oh, reicht erstmal. Jetzt ist genug. So. Ja, dieses Eisding. Fürchterlich. Hut, hut. Ist hier mal irgendwo irgendwer, der mir... Pipi. Dinge für meinen Curry verkauft. Verkaufen tut. Nein! Ach, ich möchte keinen Wunschbrocken reinwerfen. Gehen Sie weg. Ich bin doch nur auf der Suche nach jemandem, der mir Dinge von meinem Curry verkauft. Er vielleicht. Er ist das. Er ist das. Hallo? Ja, gönn mir mal. EP-Bonbon S, toll. Genießt du deinen Aufenthalt in der Naturzone? Manche Items bekommt man am leichtesten, indem man einen Dünner-Raid teilnimmt. Ja, richtig schön. Also ich genieße meinen Aufenthalt durchaus. Ich würde ihn aber mehr genießen, wenn ich jemanden finden würde, der mir Curry-Zutaten verkauft. Aber gut, da niemand Curry-Zutaten verkauft, werden wir jetzt einmal kurz nochmal zurück nach Engine City gehen, uns eben durchheilen und dann gehen wir einfach mal weiter in die andere Richtung der Naturzone. Vielleicht sie hier? Hallo? Ich bin ziemlich stark und steinreich. Noch dazu. Wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Jetzt gerade nicht. Oh, schade. Lass mich eben erst heilen. Dann gerne. Ich muss erstmal heilen, weißt du? Ich bin nicht... Ich fahr schön. Richtig gut, wie ich die Treppe hochfahre, ne? Mit dem Rad. Richtig wie so ein Assi. Das macht man nicht. Durchquert die Naturzone, um Claw City zu erreichen. Geht gleich los. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen hier eben einen kurzen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wenn man gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich im nächsten Part wieder schauen. Ich gucke jetzt mal gleich, wo man Sachen für seinen Curry kaufen kann. Also, das muss jetzt noch irgendwo außerhalb der Naturzone geben. Ist ja voll nervig, da rumzueiern und irgendjemanden zu suchen. Und ansonsten machen wir uns dann tatsächlich schon mal ein bisschen auf in Richtung Claw City. Gucken mal, ne? Bis dahin euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.